Da, Freunde, neues Video von Savage Scooters. Ja, wie ihr seht, ist der Walter wieder da. Und der Walter hat wieder sein Moped mitgebracht. So, heute machen wir das Update-Video zum PX 125 Conversion mit dem 210er Malossi Sport. Wir haben getestet drei Motoren. Einen Motor hat der Walter gehabt. Einen Motor hat der Uwe getestet vom Scooter Center. Und einen Motor habe ich noch gebaut, der weggegangen ist. Dazu erzähle ich gleich noch was. Der ist schon wieder hier, der steht da, den seht ihr nicht. Und der hat ein Problem gehabt. Und was für ein Problem, ja, das erfahrt ihr jetzt in dem Video. So, also, Walter ist jetzt wieder da. Wir haben seinen Roller hier wieder auf der Bühne stehen, der überragende. Wie viel PS hat der gehabt? Wir haben gemessen mit 22, sei rausgegangen. 22 PS. Also hätte kein Mensch mitgerechnet. Wir waren ziemlich happy, 22 PS. Jetzt ist der Walter, du bist wie viele Kilometer gefahren? Auf jeden Fall die Saison letztes Jahr zu Ende und noch jetzt die letzten Tage, nachdem ich ihn wieder zusammen hatte, irgendwas zwischen 800, 1200, was auch immer. Okay, also ausreichend Kilometer. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, ich hatte Walter gebeten, dem Ding so richtig auf den Arsch zu geben. Und zwar alles, was geht. Erzähl mir weiter, wie ist es gelaufen? Also das heißt, wie bist du den gefahren? Bist du den treu doof gefahren oder hast du richtig Galle gemacht? Nein, also von der ersten Minute an immer was geht. Also kurze Warmlaufphase, ja, und dann sofort Kapelle. Also überhaupt nicht geschont, bewusst immer an die Grenzen gegangen, viele Vollgasfahrten gemacht, also wirklich auf Herz und Niere, sodass wenn man auseinander nimmt und dann guckt, was hätte passieren können, ja, dass es auch Rückschluss darauf gibt, ja, was tatsächlich letztendlich auffällig hätte sein können. Okay. Ja? Das heißt, du bist aber auch lange Strecken Vollgas gefahren, also mehrere Kilometer. Lange Strecken Vollgas, ja, ja, ja. Okay, das ist wichtig, weil das Grundkonzept des Motors soll ja tatsächlich sein, dass es ja diesen Tourer-Gedanken weiterträgt und das Ganze auf einem, nochmal gesagt, das ist ein PX80-Gehäuse. So, du hast den Motor schon zerlegt, weil wir hatten gesprochen und ich habe gesagt, machen auf, gucken dir an, bevor wir ihn auf den Prüfstand stellen, ob du irgendwas siehst. Total unerwartet, aber es sah aus wie frisch zusammengebaut. Also am Zylinderkopf war wirklich nur eine leichte Verrußung. Der Rest war komplett fest. Also M7-Bolzen waren fest, die Zylinderstehbolzen waren fest. Der Zylinder hatte gar nichts. Also es sah wirklich aus wie aus der Schachtel zusammengebaut, kurz gefahren, wieder auseinander. Hat er gesifft am Kopf? Hat er am Fuß irgendwo? Nein, hat was rausgedrückt? Nichts? Nein, okay. Nein. War komplett dicht. Ich habe natürlich den dicken Spacer auf Dichtmittel gesetzt, direkt auf den Block. Ja, das konntest du so wieder abziehen, da hat nichts nebenher gepfiffen. Das hat wirklich super gepasst. Sehr geil. Also, halten wir fest. Das heißt, der Motor hat 1000 Kilometer irgendwas performt und zwar hart in die Fresse. Ja. Zum Thema hart in die Fresse möchte ich Folgendes sagen. Ich habe den Uwe gebeten vom Scooter Center. Er möchte mir mal ein paar Videos schicken, wie er mit dem Roller so umgeht. Ich werde euch jetzt ein bisschen was einblenden. Ich werde auch vieles nicht einblenden können, weil das, sagen wir mal, straßenregelkonform ist anders. Von daher kann ich euch nicht die ganzen Videos zeigen, aber glaubt mir, bitte, bitte glaubt mir, Uwe ist gefahren wie eine Sau. Also wirklich wie eine Sau. Der hat den Ding Kapelle gemacht. Ihr werdet das gleich in ein paar Ausschnitten sehen. Das ist unfassbar. Außerdem blende ich euch noch ein Diagramm ein von Uwe und ich blende euch noch Prüfstandsläufe ein von Uwe.
So, das war jetzt ein Lauf im dritten Gang. Das heißt, das hat jetzt noch nichts irgendwie mit Endgeschwindigkeit zu tun oder so, sondern ist eine reine Leistungsmessung. Und was ihr hier sehen könnt, ist einmal die Hinterradleistung. Das ist die glatte Kurve. Und es gibt eine gestrichelte Kurve, die zeigt das Drehmoment. Alles Werte am Hinterrad. Das heißt, wir sind jetzt knapp bei 21,9 PS und 24,2 Newtonmeter. Das sagt jetzt vielleicht dem einen oder anderen noch nicht viel, die Newtonmeter. Aber im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, ich kann das gerne auch gleich mal einblenden, eine originale PX80 hat ungefähr 5 PS am Rad und 7 Newtonmeter. Das heißt, wir sind jetzt vom Drehmoment, das ist das, was man wirklich als Zugkraft immer spürt am Roller oder generell am Fahrzeug, sind wir jetzt beim dreifachen Wert und das auf einem Originalgehäuse. Zu dem Motor hier, das ist jetzt ein bewusst ganz einfacher Aufbau. Das heißt, am Motorgehäuse ist nur ganz, ganz wenig gemacht worden. Hier handelt es sich um ein LML 125 Gehäuse mit Dreikanalzylinder ursprünglich. Das heißt, es ist ein reiner Drehschiebermotor, so wie er auch in der PX80 oder PX125 original ist. Wir haben verwendet die BGM-Kurbelwelle, die speziell für dieses Set benötigt wird. Dann ist der besagte Adapter verbaut. Der hat selbst eine Bauhöhe von 14 mm. Dann kommt nochmal ein Spacer hinzu mit 1 mm Stärke. Und je nachdem, wie man die Quetschkante einsetzen möchte, einrichten möchte, kann man dann noch mit den entsprechenden Dichtungen zu dem Zylinder arbeiten. Hier sind wir jetzt auf einer recht humanen Quetschkante von 1,1 mm. Also alles in allem hat dieser Motor 221 Kubik, hat den Vergaser der PX200 drauf, den SI24. Und das Getriebe ist von einer PX200, beziehungsweise ist fast identisch mit dem von der PX125. Bei der PX200 ist der vierte Gang nochmal länger. Hier vielleicht noch ein Wort zur Untersetzung. Da sind momentan verbaut eine 2363. Dadurch, dass der Motor aber deutlich mehr Band machen kann als der Original PX200 Motor, sind wir da auch im Endgeschwindigkeitsbereich deutlich schneller unterwegs als die meist nur 100-105 km/h, die so ein Original PX200 Motor schafft. Das Ganze läuft sehr, sehr schön im Alltag, ist ein sehr entspannt zu fahrender Motor, der sehr schön ins Band geht. Das heißt, er läuft überhaupt nicht ruppig oder so, wie man das jetzt vielleicht von einem getunten Motor erwarten würde, sondern der ist absolut im Alltag fahrbar. Ich kann also, wenn ich möchte, in der Stadt schon im vierten Gang mit 40 rumtuckern, kann dann einfach Gas geben und düse einfach los. Auf der anderen Seite, wenn man das möchte, kann man natürlich auch die Gänge einfach mal ein bisschen länger stehen lassen. Das macht dann natürlich auch Spaß. Aber das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung, wenn man diesen Hubraum und diese Leistung, das Drehmoment wirklich umsetzen möchte für die Straße. Man braucht das Getriebe auf jeden Fall, muss länger werden. Man könnte rein theoretisch sogar das originale PX80 Getriebe weiterverwenden, braucht dann aber zwingend eine längere Primär. Damit hat man einen sehr, sehr agilen Roller, bei dem das Vorderrad auch schon mal gerne leicht wird. Wenn man vorhat, auch wirklich mal sehr viel Kilometer zu machen mit einer hohen Endgeschwindigkeit, dann würden wir doch eher zu einem Getriebe raten, direkt von einer PX125 oder PX200, weil das sekundärseitig schon deutlich länger untersetzt ist. Das heißt, wir werden jetzt im Grunde die zwei Motoren, die noch leben, denn ein Motor lebt nicht mehr, werden wir euch jetzt auch nochmal dokumentiert zeigen, wie die sich nach knapp 1000 und etwas über 1000 Kilometern verhalten haben. Der dritte Motor, der da steht, der lebt nicht mehr. Und zwar, warum lebt er nicht mehr? Den habe ich zusammengebaut und habe den Carsten nach Gelsenkirchen mitgegeben. So, Carsten ist damit 100-150 Kilometer gefahren, rief mich an, sagte, Alter, der zieht Öl, aber übelst Öl.
Ich sag, bring direkt wieder her, ich nehme ihn auseinander, guck mir das an. Hab mir den, hab den auseinandergebaut, ja, der hatte Öl gezogen, aber nicht über den Wellendichtring, sondern tatsächlich übers Gehäuse. So, habe ich die ganze Scheiße auseinandergebaut, alles wieder dicht gemacht, wieder zusammengebaut, bei mir eingebaut im Frogger und bin mit dem Ding gefahren. Ungefähr 300 Kilometer. Dann fing die Sau an, wieder Öl zu ziehen und wieder übers Gehäuse. So, habe ich den Scheiß wieder ausgebaut und habe mir ein neues Gehäuse besorgt. Und, da das ja ein originaler 200er Zylinder war, auch gleich ein 210er Molossi Sport. Weil ihr beide habt nämlich 210er Molossi Sport gefahren und ich bin mit der Krücke rumgefahren, mit dem Originalzylinder. War jetzt nicht schlecht, aber nee. So, also neues Gehäuse, Molossi Sport kommt drauf, dann baue ich den Motor wieder zusammen und dann kommt der in die Lotte von meiner Frau. So, also, cooler ihr Plan. Seht, es ist auch was schiefgegangen, allerdings lag das nicht an den Komponenten, sondern tatsächlich an dem miserablen Gehäuse, weil das Gehäuse ist tatsächlich in sich verzogen. Das habe ich mit dem Richtlineal, habe ich das mal überprüft und das ist einfach schepp. Gut, jetzt habe ich die zweifache Bestätigung, das Gehäuse fliegt also dann in Müll. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir schnallen die Sau auf, du nimmst die Kamera, gibst wieder dein Bestes. Ja. Und dann gucken wir mal, was nach der Zeit jetzt, nach dem Wiederzusammenbau dann an Leistung anliegt. Eins müssen wir noch dazu sagen und das musst du im Grunde sagen, denn wir haben etwas geändert zu vorher. Wir haben vorher die Adapterplatte und weiter alles nur zusammengesteckt. Das ist ein PX80 Gehäuse mit der Anti-Tuning-Bohrung und wir hatten Steuerzeiten. Ursprünglich zusammengesteckt von 125 Überströmer, 180 Auslass, Quetsche, irgendwas bei 1,4. Ist jetzt für den geneigten Anspruch des Molossi Sports oder vom Grundgedanken des Molossi Sports eigentlich ein Stück weit weg. So, das heißt, Walter hat den jetzt wieder zusammengebaut und hat neue Steuerzeiten eingebaut, nämlich 120 Überströmer, 174 Auslass, 1,1 mm Quetsche. So, also das sollte eigentlich jetzt vom Fahrerlebnis untenrum doch deutlich mehr Spaß machen. Wir gucken mal, was die Leistung sagt und ich glaube, ich habe das Diagramm noch da drin, dann können wir die beiden Diagramme mal übereinander legen und dann sprechen wir da nochmal drüber. So, so viel zur Einleitung, so viel zum Gesabbel davor und wir fangen jetzt an. Super.
Wahnsinn. Also wir halten fest. Was hat man vorher? Das gucken wir jetzt nochmal. Wir holen mal die andere Kurve dazu. Also das gucken wir jetzt nochmal an. Übersicht. Wie schlimm man nicht geht. So, jetzt gucken wir mal, wo die andere Messung war. Weißt du, wann das noch war? Das war im Oktober irgendwann oder November, ne? Muss im Oktober gewesen sein. 22 Oktober. Test. Da haben wir noch was. Warte mal. 125 Polini-Test. Da war's. So. Ja. So, gucken wir mal. Aha. Aha. So. Okay. Also, Steuerzeiten. Das spricht eine klare Sprache, ne? Also, spricht eine klare Sprache. Du hast jetzt von 125, 180 auf 120, 174. Ja. So. Du hast das komplette Band nach links verschoben und du hast mehr Drehmoment. Also. So fährt es sich auch. Ja. Also vom Stand weg, mega Anzug. Das ist das, was bei den anderen Steuerzeiten ich halt zu Anfang etwas vermisst habe. Ja. Und Ziel damit halt mehr als erreicht. Ich hatte nicht erwartet, dass jetzt mehr Leistung mal rumkommt, dass wir die 22 ja. PS jetzt nochmal anheben. Aber genau das Drehmoment ganz zu Anfang, das fährt sich richtig gut. Ich meine, das ist halt auch ein Plateau, ne? Das ist halt da, das Ding kommt aus dem Standgas und hat fast 24 Newtonmeter, 22, irgendwas. Kann ich dir sogar genau sagen. Warte mal. 21,5 Newtonmeter. Mega. Also der kommt aus dem Standgas raus und hat sein volles Drehmoment. Da legt er noch ein kleines bisschen zu und kurz nach 5487 Umdrehungen fällt es dann auch ab. Aber du hast halt, was hast du denn für eine Übersetzung drin? 2465. 2465. So, der Uwe fährt 2363. Mhm. Der macht jetzt 2463, weil er sagt, es ist immer noch genügend Reserve. Mhm. So, also kannst du dir ja vorstellen, wo da die Reise hingeht. Ne? Also kann man einfach sagen, du hast keinen Leistungsverlust, das Ding läuft genauso geil wie vorher aufgrund der Steuerzeiten. Da könnt ihr jetzt entscheiden, was für einen Auspuff ihr fahrt. Könnt ihr ein bisschen variieren, könnt ihr ein bisschen hin und her schieben mit den Zeiten, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja, und dann landet ihr am Ende des Tages irgendwo zwischen 21,6 und 21,8 PS. Aber habt ein anderes Ansprechverhalten, einen anderen Durchzug, wenn ihr weniger Steuerzeiten fahrt als mit mehr Steuerzeit. Dafür ist der Polini ja, der Malossi Sport auch fairerweise, muss man sagen, dafür ausgelegt. Ja. Ja, jetzt gucke ich mal Folgendes. Ich hoffe, ich habe von meinem Frogger-Motor die Kurve noch gerade schnell zur Hand. Dann lege ich die mal drüber und dann gucken wir mal, wo der liegt. Pass auf. Der Pinasco. Frogger. Da haben wir ihn. So, jetzt pass auf. Das ist der Frogger. Das heißt, das ist der Roller aus dem Video, wo ich die Fahrtests mitgemacht habe, wo ich über die Bahn geballert bin und habe stehen lassen und mach und tu. Also es ist ein originaler PX200 Block mit der BGM-Kurbelwelle, mit der 60 mm, mit einem Malossi Sport Plug and Play, mit einem überarbeiteten und gut eingestellten Vergaser. So, und wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, dass deine Kiste untenrum bis 5500 mehr Leistung und mehr Drehmoment hat, dann, und das ist geschuldet der Einlasszeit, ne, weil die PX200 hat ja per se ein bisschen mehr Einlasszeit, dann legt die, aufgrund der Einlasszeit, legt die hier oben nochmal drauf und das sieht auf dem Diagramm schon brachial aus, aber das ist nicht mehr als ein PS, ich sag's dir, pass auf, wir haben hier 21,6 und da haben wir 22,6, ist genau ein PS. So, dieser Gap ist genau ein PS. Das heißt, ein 210er Malossi Sport auf einem 200er Gehäuse hat die gleiche Leistung wie das PX80 Gehäuse mit dem Conversion Kit. Kann man als Resümee so ziehen, ja. Viele werden mich jetzt hassen, weil die PX80 Gehäuse jetzt richtig teuer werden. Nochmal gesagt, das Gehäuse ist nicht bearbeitet. Da sind die Überströme ein ganz kleines bisschen angepasst, oder? Ja. Also ne, nur so ein bisschen, damit der Flow ein bisschen gewährleistet ist. Einlass ist nicht bearbeitet, die Kurbelwelle ist reingesteckt, Zylinder ist draufgesteckt. So, jetzt liegt es an euch, was ihr für Steuerzeiten macht. Ne? Wenn ihr die Steuerzeiten entsprechend wählt, dass ihr 125, 180 macht, dann geht der Bock hinten raus ein kleines bisschen besser. Ja, aber habt unten oben natürlich ein bisschen Verlust. Ja, ja gut, 2, 3, 4 Newtonmeter, keine Ahnung, wie viel ist das? Ja,
3 Newtonmeter. Das spürst du aber. Das merkt man. Die 3 Newtonmeter spürst. Und jetzt weiß ich auch, warum in dem Video vom Uwe, der Uwe dauernd auf ein Rad hochgegangen ist vorne im ersten, zweiten Gang. Also unspektakulär. Das Ding fährt völlig unspektakulär, unhysterisch, leise. Und es ist der Inbegriff des Tourers. So, Walter hat es eben selbst gesagt, das Ding läuft wie eine Maschine, Vollgas fest und gib ihm. Jetzt müssen wir dazu sagen, jetzt haben wir das Ding ein bisschen anders abgestimmt als der Uwe. Das heißt, die Bedüsungen vom Uwe sind ein bisschen mutig. Aber das soll ja jeder machen, wie er das will. Ne? Also da könnt ihr ja wirklich tun und lassen, was ihr wollt. Wir haben die Bedüsung nicht geändert zum ersten Mal. Ne? Korrekt. Also die Bedüsung ist die gleiche. Das heißt, du hast die Steuerzeiten geändert und hast die Bedüsung drauf und läuft. Okay, also. Ja, was soll man sagen? Also, für euch noch zur Info. Nach diesem Video sind die Adapterplatten verfügbar. Den Link, den setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Und es gibt für euch, die ihr das Video jetzt seht und darauf Bock habt, ja, gibt es einen Rabattcode. Das Scooter Center lässt was springen, nämlich Rabattcode irgendwie 10%. Den Rabattcode setze ich euch auch unten rein. Das heißt, ihr könnt über den Link auf die Adapterplatten, auf das Set gehen, könnt das bestellen und kaufen und mit dem Rabattcode spart ihr sogar noch 10%. Finde ich eine coole Sache. Und ich glaube, wir haben jetzt mehr als eindrücklich bewiesen anhand der Fahrtests, ja, dass mein Motor aufgegeben hat. Das liegt nicht an mir oder an den Teilen, sondern einfach an dem scheiß schiefen Motorblock. Passiert, ist so. Alle anderen haben es gehalten. Ihr habt jetzt Fahraufnahmen gesehen vom Uwe. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Ding hier auf dem Prüfstand performt. Ja, was soll ich euch noch sagen? Was gibt es da noch zu sagen? Ihr braucht keine 200er Gehäuse mehr. Kauft den Markt an 80er Gehäusen leer. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorfeld dafür, dass die PX80er im Preis steigen werden. Vielleicht habe ich da einen negativen Einfluss drauf. Das tut mir total leid. Aber für alle die noch mit einem 135er DR rumpimmeln, die werden wahrscheinlich, oh, das darf ich nicht sagen, pimmeln. Also, da muss ich, ja, muss ich irgendwie gucken. Die damit jetzt noch rumfahren, die werden sich also spätestens jetzt überlegen müssen, ob sie das noch wollen oder ob sie darauf umsteigen wollen. Ein Tipp noch, fangt getriebemäßig mit einer 2464 an. Ihr könnt auch 2463 nehmen, ja, da müsst ihr allerdings auf gerade verzahnt gehen. Das wäre mein Tipp. Geht von den 2365 weg, das ist zu kurz, weil ihr habt die größte Leistung bis 5000 Umdrehungen und ihr habt, ich kann nochmal die, pass auf, das mache ich nochmal eben, ich hole nochmal die Import, ich hole nochmal die Ganganschlussmessung rein, weil da kann man nämlich schön sehen, so, ich habe bis 155 stehen lassen, bis 155, warte, Import. Ne, hier. Unfassbar. So, jetzt mache ich das mal eben aus. Nehmen die mal weg. So. Ach komm, wir können das. Ja, das können wir mal dazu lassen. So, also ihr seht, und das ist eigentlich das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Im ersten und zweiten Gang habt ihr natürlich ein tierisches Drehmoment. Ne? Da steigt das Drehmoment an bei bis. Also im ersten Gang das Rad hochkriegen mit Gaswheel ist gar kein Problem, weil ihr 53 Newtonmeter habt. Ne? Das geht dann ab wie die wilde Sau. So, aber ihr seht, dass im dritten und vierten Gang fast gleich viel PS anliegen. So, und wenn ich jetzt mal auf kmh umschalte, dann seht ihr, dass der seine Spitzenleistung ohne Gegenwind. Freunde, natürlich, es ist kein Gegenwind, es ist keine Belastung auf dem Ding, aber rein rechnerisch wirft er seine Spitzenleistung bei 122, 124 km/h. Da hat der Bock aber auch noch, ja, 19 PS bei knapp 130. Der Witz ist, der Uwe hat mir ja die Videos geschickt und dieser Motor verhält sich genauso identisch vom Leistungsbild wie der vom Uwe. Und beim Uwe ist es tatsächlich so, dass der, dieser Conversion-Motor mehr Leistung hat als sein Rallye-Motor, den er auch mit dem 210er und mit einer traditionellen 60er-Welle versehen hat. Also ihr seht, ihr könnt aus einem PX80-Gehäuse eine 200er bauen. Und zwar so. Und wenn man das mal nimmt, das sind keine 1000 Euro Aufwand, die ihr treiben müsst. Und ihr habt 22 PS. Ist ja lächerlich. Ey, und es ist noch nichts gefräst. Am Auslass war noch keiner dran. Den Einlass hat noch keiner bearbeitet. Nichts. Was wir aber wissen ist, das hat der Uwe mir gesagt, 120, 160 bei den Einlasszeiten solltet ihr nicht überschreiten.
Ihr habt zwar hinten raus mehr Saft und mehr Bums, aber ihr verliert unten rum. Also bleibt bei den Einlasszeiten im Grunde so klein wie möglich. Nehmt die Welle, wie sie ist, und lasst die Einlasszeiten original. Also Original 80er oder Original 125er. Ne? Muss man einfach sagen. Je mehr Einlasszeit, gut, geht's hinten raus besser. Aber jetzt, Gnade uns Gott, irgendeiner kommt auf die Idee, das mal mit einem Membraner zu fahren. Und die Welle einfach mal reinzustecken, Membran, 35er Mikuni drauf. Scheiße. Also, ich denke, es könnten durchaus noch ein paar Pferde mehr rauskommen, wenn man dem ein bisschen mehr Liebe schenkt, dem Zylinder. Aber es ist halt alles am Thema vorbei. Ne? Da kannst du dich jetzt auch wieder ins Klein-Klein vergehen und kannst fräsen, bis die Polizei kommt. Steckt das zusammen, habt 22 PS und fahrt die Berge genauso schnell rauf, wie ihr sie runterfahrt. Das ist das Ziel. So. Ich finde, da kann man mitarbeiten, oder? Brutal. Also, Freunde, es war mir wie immer ein inneres Missionsfest mit euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Teilen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen was weitergebracht und möchte mich echt ganz herzlich nochmal bei dir weiter bedanken. Du bist echt ein sehr gestörter, positiv gestörter Freak. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Den Joff möchte ich nicht vergessen. Der Joff hat das Ganze initiiert und der Joff hat das Ganze angeleiert in Frankreich. Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du mir den ganzen Kram hingeworfen hast und hat gesagt, guck's dir an. Und wir haben das, der Walter und ich, wir haben uns das angeguckt und haben da nochmal hier und da so ein bisschen was gefeilt und gemacht und getan. Und Walter hat auch nochmal seinen Segen gegeben und die letzte Produktionscharge und die letzten Feinschliffe an den Teilen sind Walters oder Walter zu verdanken. Und ja, ich habe im Grunde nur meine blöde Fresse in die Kamera gehalten. Also von daher habe ich eigentlich nichts gemacht, außer auf dicke Hose. Wie immer halt, ne? So, also, es ist, wie es ist. Ja, Joff, Walter, vielen Dank. Ulf, ich hoffe, du hast noch viele Teile an Lager, weil ich glaube, das könnte jetzt schnell gehen. So, ist meine Vermutung. Anyway, habt einen schönen Tag, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee.